Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Die Justation steht. Hallo, liebe Wiesengaudi-TV-Zuschauer. Ich habe den Julian David bei mir. Total cool. Wir sitzen in einer fliegenden Untertasse. Ja, damit bin ich hergeflogen. Wollte ich dich abholen mit. Sehr geil. Julian, was verschlägt dich hier in den Biergarten? Ein Termin mit Wiesengaudi-TV. Und ich bin wahnsinnig gerne im Biergarten. Sehr gesellig, sehr gemütlich. Mag ich sehr. Das bringt mich zur Kernfrage. Du magst die Wiesen, oder? Ich liebe die Wiesen und ich lasse mich auch trotz dieser Sicherheitsthematik dieses Jahr nicht davon abbringen. Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf und gehe aus Prinzip, weil man soll sich die Lust am Leben und an der Wiesen nicht nehmen lassen durch Angst. Nein, ich finde auch, da gibt es in Bayern ein Sprichwort, das heißt, wenn du zur kehrst, kehrst du zur. Und ich denke auch, da sollte man sich die gute Laune gar nicht verderben. Also Wiesen ist Wiesen. Wiesen ist auch nur einmal im Jahr, wie es immer so schön heißt. 17 Tage Ausnahmezustand. Absolut. Was ist dein Highlight auf der Wiesen? Warum gehst du auf die Wiesen? Ich gehe auf die Wiesen wegen den Menschen. Also ich finde es wahnsinnig schön, Massen von Menschen friedlich feiernd mit guter Laune zu sehen. Ist eigentlich eine große Schlagerparty für mich. Absolut. Ich meine, der Julian kommt ja aus dem Schlagerbereich, oder? Richtig, richtig. Wie lange machst du schon Musik? Mein Leben lang. Ich stand mit 6 Jahren das erste Mal auf der Bühne, auf der großen Theaterbühne. Dann habe ich Musical studiert und dann habe ich erst Volksmusik gemacht und jetzt mache ich richtig Schlager. Macht er richtig Schlager. Wie stelle ich mir das vor? Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus? Ausschlafen, stundenlang, nein Quatsch, also aufstehen tatsächlich. Ich bin nicht so der Langschläfer, das höchste der Gefühle ist so 10 Uhr. Dann werde ich auch schon hibbelig, dann geht es für mich ins Fitnessstudio. Dann, wenn die Zeit hoffentlich da ist, noch Freunde treffen, irgendwie auf dem Café. Und dann sind abends die Konzerte oder am Wochenende, dann reise ich rum oder bin auf Veranstaltungen eingeladen, zu TV-Terminen, zu Interviews wie hier. Also es sind wahnsinnig... Ja, wenn er Zeit hat, dann kommt er auch mal zu uns. Das ist doch wunderbar. Würde ich immer wieder tun, ja. So, was ist denn der Wiesn-Hit dieses Jahr? Hast du da eine Idee, was könnte es sein? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also ich bin ja immer noch großer Atemlos-Fan, muss ich dir sagen. Selbst 3,5 Jahre, nachdem dieses Lied erschienen ist, mag ich es immer noch sehr gerne. Du, ich meine, gegen die Helene kann man auch nichts sagen. Na, hörst du auf. Und ich glaube dieses Jahr ganz schwer, entweder, ich habe 3 Tipps. Also entweder ist es natürlich Jori, 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 von meinem Kumpel Andreas Gabaye. Ein wunderschönes Lied. Ula Palo, ich glaube, das ist ein Knaller. Oder es ist natürlich von meinem Freund Florian Silbereisen mit Club 3. Du schaffst das schon. Das kann natürlich auch passieren. Harmkunst? Ah, na, glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, das ist für die Touristen zu schwer. Könnte noch sein, mein 3. Tipp ist Kerstin Ott. Mit die immer lacht, immer lacht. Sie ist die eine, die immer lacht. Also Hula Paloo, du schaffst das schon, oder die immer lacht. Ich tippe auf Hula Paloo. Jetzt brauche ich natürlich auch noch so ein bisschen was zum Thema Flirten. Auf der Wiesn wird ja immer wieder mal gerne gemacht. Ja. Was muss denn ein Mädel haben, dass du tatsächlich vielleicht hängen bleiben würdest auf einen Flirt? Ist das tatsächlich nur das Dekolleté oder gehört da mehr dazu? Erstmal musst du die Schleife auf der richtigen Seite haben. Ne? Aha, jetzt testen wir es. Jetzt testen wir es. Die linke Seite heißt, ich bin Single. Richtig? Korrekt. Yes, sir. Und wenn die Schleife schon mal richtig sitzt, dann geht es weiter zu den Augen. Also ich bin ein wahnsinniger Fan von schönen Augen. Und ja, also im Dirndl ist natürlich auch offensichtlich... 2 Paar Augen, yay! Richtig, also einmal hier und einmal hier. Und so ein Macho. Nein, bin ich nicht. Nein, überhaupt. Bin ich wirklich nicht. Und die ganze Gesamtsituation muss stimmen und Humor muss stimmen und lustig muss es sein und einen lustigen Abend muss man verbringen können. Und dann darfst du das auf der Masse einladen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich würde sagen, wir testen jetzt noch zum Schluss einmal deine Drehfreudigkeit. Ja, ein paar Promille, ein paar Umdrehungen. Ja, ich halte das hier auch länger. Ganz fleißig fest, was? Hau also, rein. Komm. Wow. Wiesengaudi! Nicht, dass dir schlecht wird. Nicht, dass... Na, mir wird nicht schlecht. Ne? Nein, der Jacqueline bricht nicht. Okay. Oh mein Gott. Tschüss.